Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind im Handelsgesetzbuch und wir schauen uns jetzt die Struktur des vierten Buches an. Wir schauen also in eine Unterstruktur jetzt. Ehe man das tut, sollte man die grundsätzliche Struktur des HGB kennen, also mindestens mal ein Video geschaut haben, HGB, Struktur, nicht HGB und irgendein Buchstruktur, sondern HGB, Struktur. Und wissen, dass das HGB 5 Bücher hat und wir jetzt im vierten Buch sind und uns da die Struktur genauer anschauen. Und man sollte zumindest wissen, das erste Buch ist der Handelsstand, das zweite Buch die Handelsgesellschaften, das dritte Buch die Handelsbücher, das vierte Buch die Handelsgeschäfte, da sind wir jetzt, und das fünfte Buch ist der Seehandel. Also wir sind im vierten Buch Handelsgeschäfte. Bitte sich immer klar machen, es gibt noch andere Bücher mit anderen Überschriften. So, dieses vierte Buch, das da heißt Handelsgeschäfte, hat 6 Abschnitte. Ja, wir sehen also hier ganz unterschiedliche Zahlen. Das erste Buch hatte 9, das zweite Buch hatte nur 3 Abschnitte. 1, 2, 3, 4, 5, da setzen wir hier noch einen dran, 6. Also, erster Abschnitt, zweiter Abschnitt, dritter Abschnitt, vierter Abschnitt, fünfter Abschnitt, sechster Abschnitt. Alles unter der Überschrift Handelsgeschäfte, alles unter der Überschrift viertes Buch, alles unter der Überschrift Handelsgesetzbuch. Dieses Handel korrespondiert mit diesem H, Handelsgesetzbuch. Hier sind es die Handelsgeschäfte. Der erste Abschnitt sind die allgemeinen Vorschriften für Handelsgeschäfte. Ähnlich wie beim BGB hat man hier allgemeine Vorschriften direkt am Anfang geregelt, gelten für alle weiteren Geschäfte. Ja, so ähnlich wie der allgemeine Teil im BGB hat man hier die allgemeinen Vorschriften nach vorne gepackt im vierten Buch. Und zwar sind es die Paragraphen 343 bis 372. Dann der zweite Abschnitt ist der Handelskauf. Und das geht dann los natürlich beim 373 und geht bis zum 382. Der dritte Abschnitt im vierten Buch ist Kommissionsgeschäfte, und das geht dann vom Paragraphen 383 bis zum Paragraphen 400. Im vierten Abschnitt ist geregelt Frachtgeschäft, und das geht los, nein, Moment, ich habe was falsch gemacht, nicht 400, sondern 406 ist hier die Grenze. Hier geht es weiter mit Paragraph 407. Frachtgeschäfte beginnen 407 bis 452d. Im fünften Abschnitt können Sie schon denken, Fracht, dann kommt hier Spedition, ist nicht weit weg. Speditionsgeschäft. Und das geht los beim Paragraph 453 und geht bis zum Paragraph 466. Und der sechste Abschnitt, der ist dann Lager. Ja, kam Fracht, Spedition, Lager, hängt alles gedanklich dicht beieinander, ist Paragraph 467 bis 475h. Und auch hier gilt zumindest für die letzten, also Lagergeschäfte, ne, heißt es dann korrekt, für die letzten 1, 2, 3, 4 Abschnitte braucht man sich Geschäft nicht zu merken, denn das steht ja hier schon oben drüber. Ne? Kommission, Fracht, Spedition und Lager, das sind die Begriffe, die man sich merkt. Vor allem, wenn man irgendwie so Richtung Fachkaufmann für Einkauf, Logistik, sowas, ja, mit diesen Themen beschäftigt ist, dann, spätestens dann, sollte man sich hier zumindest merken, wo es losgeht, beim 383.
bis 475h, ja, zumindest grob den Bereich, oder noch hier mindestens einen weiteren Anfangsparagraphen, den 453 für Spedition, 47 für Fracht, 467 für Lager. Ja, das kommt jetzt darauf an, wie speziell solche Dinge in einer Prüfung gefragt werden und man das HGB wirklich aktiv benutzen darf. Dann ist es natürlich schön, wenn man weiß, 453 Spedition, da geht's los, 467 Lager, da geht's los, 47 Fracht, da geht's los, 383 Kommission. Wenn man sich das merkt, dann braucht man sich natürlich die letzten Paragraphen nicht zu merken, weil man den Anfang des nächsten Gebietes hat und die Reihenfolge weiß. Kommission, Fracht, Spedition und Lager. So, das ist die Struktur des vierten Buches. Es kann aber auch sein, dass die Musik völlig woanders spielt, nämlich man hier beim Handelskauf ist und dann merkt man sich den 373. Ja, und diese allgemeinen Vorschriften, wie gesagt, die sind vorne und gelten auch für die spezifischen Handelsgeschäfte, die dann später kommen. Es kann also sein, dass man hier ist und dann eine allgemeine Regelung hier findet bei den allgemeinen Vorschriften, so wie wir das aus dem BGB auch kennen, im allgemeinen Teil des BGB im ersten Buch. Okay, das ist die Struktur des vierten Buches HGB. Ordnungszahl, Strukturzahl ist hier 6. Wir haben 6 Abschnitte. Ja, im ersten Buch hatten wir 9, im zweiten Buch hatten wir 3. Das dritte Buch ist eine ganz spezielle Kiste, haben wir 6 Abschnitte, aber im Prinzip nur 3 wirklich relevante, aber 6 Abschnitte. Und im vierten Buch haben wir wieder 6 Abschnitte. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.